Hallo und willkommen zu einem neuen Abenteuer in Forge of Empires. Der Sommer ist in seinen letzten Zügen und auch der bunte Herbst wird sich irgendwann wieder von seiner dunklen, mystischen Seite zeigen. Und dann ist es wieder Zeit für einen Ausflug zu einem Ort, den ihr alleine sonst niemals betreten würdet. Deswegen wird euch beim diesjährigen Halloween-Event eine Person zur Seite stehen, die Grund genug wäre, die Straßenseite zu wechseln. Der Zirkusdirektor wird euch mitnehmen auf seinen verlassenen, nebligen Rummelplatz. Zur Verfügung stehen euch nur ein paar Kerzen, Taschenlampen mit äußerst niedriger Akkulaufzeit und vielleicht findet ihr sogar noch an der einen oder anderen Ecke eine Laterne mit einem letzten Tröpfchen Öl, die euch den Weg weisen werden. Doch all diese Hilfen sind nicht von langer Dauer, also benutzt sie gut, um so weit wie möglich in den grünen Nebel vorzudringen. Die Kerze wird nur für einen einzigen Quadratmeter ausreichen. Die Taschenlampe einen Lichtstrahl auf einen ganzen Weg werfen und die Laterne eure nähere Umgebung ausleuchten. Und habt Acht vor den Kürbisgesichtern, die euch hier und da anlächeln werden. Sammelt sie ein, um vom Zirkusdirektor die Chance auf eine Teilnahme bei der Tombola des Tagespreises zu erhalten und vergesst nicht, ihm auch die letzten in Europa verbliebenen 40 Wattglühbirnen mitzubringen, mit denen ihr euch den Weg zu den einmaligen Hauptpreisen erleuchten wird. Und wer träumte noch nicht davon, eine einzigartige Sammlung der gruseligsten Kinderspielzeuge in seinem Regal anzuhäufen? Schließlich wird jedes Einzelne auch zu euch sprechen und 5 Aufgaben von euch verlangen, die ihr lösen müsst, um von ihnen das Heiligste in ihrem Besitz zu erlangen. Wenn ihr mutig genug seid, fragt doch einfach gleich alle, wenn ihr sie in den dunklen Nebelschwaden gefunden habt. Wo bliebe denn da die Herausforderung, wenn man nur so viele Aufträge erfüllt, wie man gerade noch überblicken kann? Und schafft ihr es, sie alle aufzuspüren und ihre Wünsche zu erfüllen, werden sie euch sicher auch mit weiteren Werkzeugen belohnen, die euch den Rummelplatz erkunden lassen. Und als kleines Andenken an sie, kriegt ihr dann noch ein Gemälde ihres größten Idols, Chuckles, der euch von nun an begleiten wird. Doch ihr glaubt doch nicht, dass ihr dieses Abenteuer ganz umsonst erleben dürft. Bevor ihr auch nur einen Schritt auf den verlassenen Park setzt, müsst ihr euch die Tickets dafür verdienen. Fragt einfach den Direktor, er wird euch schon sagen, was zu tun ist. Habt ihr genug Tickets gesammelt? Könnt ihr ja mal versuchen, die alte Dame am Schalter zu verführen, dann tauscht sie euch die vielleicht gegen ein paar Lichtquellen. Aber euer Mut soll belohnt werden. Habt ihr genug der euch gestellten Aufgaben erfüllt, erhaltet ihr schon mal ein paar reizvolle Gewinne, die euch hoffentlich den Ansporn für die weiteren Herausforderungen geben werden. In der Chronik dieses Ortes entdeckt ihr dann ja vielleicht auch, wie alles begonnen hat. Und entscheidet selber, wie es enden wird. Und damit ihr dieses Abenteuer auch ja nie wieder vergesst, wird der Direktor so gnädig sein und euch einen seiner Begleiter mit zurück auf den Weg in euer kleines, molliges, warmes Zuhause zu schicken. Habt ihr dann noch nicht genug, wird euch ja vielleicht noch einer dieser neuen Kameraden auf einen erneuten Besuch der verlassenen Anstalt begleiten, die ihr im letzten Jahr schon erkundet habt. Also seid gewarnt! Dieses Jahr wird es kein Kinderspiel.